gerade auch total angesagt. Aber im nächsten Jahr ist doch eh wieder was Neues. Trägst du das dann immer noch? Nee, dann kaufe ich mir lieber was Neues. Heutzutage sind die ganzen Sachen echt billig. Und die alten wirfst du dann einfach so weg? Puh, das ist ja eine ganz schöne Verschwendung mit den ganzen Rohstoffen und so. Wenn man da einmal an die Umwelt denkt, wie heißt das nochmal? Meinst du nachhaltig? Ja, genau. Ich finde es wichtig, nachhaltig zu handeln und zu kaufen. Nachhaltig? Und was meinst du genau damit? Könnte mich mal jemand aufklären? Oh, darüber habe ich erst neulich eine ganz interessante Dokumentation im Fernsehen gesehen. Im Monat kauft jeder Deutsche durchschnittlich 5 Kleidungsstücke. Das ist ganz schön viel. Ja, die Doku habe ich auch gesehen. Fast die Hälfte der Kleidung tragen wir nur selten oder nie. Und so geht es mir auch. Da bekommt man irgendwie gleich ein schlechtes Gewissen. Oder wie geht es euch? Ja, ein bisschen. Aber wir haben ja genug Möglichkeiten, nachhaltig zu handeln. Dabei können wir uns, unseren Freunden und der Umwelt etwas Gutes tun. Stimmt, da gibt es echt einiges. Man kann zum Beispiel auf den Flohmarkt gehen oder mit Freunden die Sachen tauschen, die man nicht mehr trägt. Das ist ja eine coole Idee. Da hat man Spaß mit Freunden und kostenlose Sachen, die einem sogar gefallen. Und man wirft weniger weg. Das Thema klingt wirklich spannend, gerade weil ich mich so für Mode interessiere. Aber ich würde auch gern was Gutes für die Umwelt tun. Aber irgendwie habe ich das noch nicht so recht verstanden. Da habe ich eine Idee. Was haltet ihr davon, wenn wir nach der Schule in einen Secondhand-Shop hier in Erfurt gehen? Ich wollte schon immer mal in so einen Laden gehen. Da gibt es auch Klamotten, oder? Ich bin gespannt. Ich weiß, wo einer ist. Und Alma kennt sogar den Ladenbesitzer. Sie kann ihm bestimmt Fragen stellen. Ich frage sie gleich mal. Prima, dann treffen wir uns um 2 vor der Schule. Bis dann. Bis dann. Okay. Hi Alma. Hi. Schön, dass du da bist. Hast du dir ein paar Fragen überlegt? Ja, hier sind sie. Cool. Na, dann können wir jetzt reingehen. Los. Entschuldigung, ich hätte ein paar Fragen zum Thema Nachhaltigkeit. Darf ich die Ihnen kurz stellen? Ja, selbstverständlich gerne. Was bedeutet für Sie denn Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit heißt, dass wir mit dem Material, was wir haben, sorgsam umgehen und nur so viel wie unbedingt nötig verbrauchen. Material zur Herstellung von Bekleidung oder von Büchern, also Holz, was dafür gebraucht wird. Und natürlich auch sparsamer Umgang mit Wasser und mit Strom. Okay, danke. Und was ist an Ihrem Geschäft nachhaltig? Die Waren, die wir hier anbieten zum Verkauf, sind Secondhand-Ware, also gebrauchte Sachen. Wir haben gelegentlich auch mal was Neues, aber in der Hauptsache sind das gebrauchte Waren, die Leute nicht mehr benötigen. Also ein Buch, was jemand schon zweimal gelesen hat, liest er nicht noch ein drittes Mal. Aber es ist zu schade, um es wegzuwerfen. Und deswegen bringen uns die Leute das als eine Spende. Und wir verkaufen es dann weiter. Und mit dem, was wir hier erwirtschaften an Geld, unterstützen wir Menschen, die sehr arm sind und die unsere Hilfe brauchen. Okay, danke schön. Bitte schön. Und dann hätte ich noch eine letzte Frage. Wie arbeitet denn Oxfam? Ja, das ist eine gute Frage. Oxfam ist eine internationale Hilfs- und Entwicklungsorganisation. Wir arbeiten unter dem Motto für eine gerechte Welt ohne Armut. Das heißt, wir als Oxfam-Mitarbeiter sind ehrenamtlich tätig. Das heißt, wir arbeiten ohne, dass wir dafür bezahlt werden. Wir nehmen die Spenden an, Sachen, die uns Leute bringen, Bücher, Bekleidung, Haushaltswaren und solche Sachen, und verkaufen die weiter. Und mit dem Erlös unterstützen wir Hilfsprojekte in Ländern, wo die Menschen sehr arm sind, wo Hilfe gebraucht wird. Oxfam baut also Schulen, wir sorgen für Trinkwasserversorgung, für sanitäre Einrichtungen und so weiter. Insgesamt gibt es in Deutschland zurzeit 53 solcher Shops, wie unserer hier ist. Und insgesamt sind es etwa 3.300 Mitarbeiter, die ehrenamtlich tätig sind. Danke.
Dankeschön. Bitteschön. Der Laden von Anfang ab schon richtig gut gefallen. Ja, und die Sachen sehen nach allem nach richtig schön aus. Und er hat uns die Fragen richtig gut beantwortet. Und die Verkäufer waren alle so nett. Jetzt weiß ich, was der Laden mit Nachhaltigkeit zu tun hat.